So, ich melde mich gehorsam zum Thema M4. Ja, manche haben ja geschrieben, wo sie den M4 gesehen haben bei mir. Warum denn bitte eine kleine Bremse? Kleine Bremssättel? Schon wieder, gibt doch eine große Keramikbremsanlage. Doch wer will 7.300 Euro für eine Keramikbremsanlage ausgeben? Die, klar ist sie leichter, verstehe ich alles. Die quietscht aber in der Regel, vor allem wenn man sie gerade annimmt. Und wenn man neue Scheiben kaufen muss, ist man ganz schnell fünfstellig für Scheiben wechseln. Ja? Keiner will das. So, die Jungs bei BMW haben aber Folgendes gemacht. Die haben... Oh nee, dürfen wir nicht zeigen. Ja. Die haben extra so umgebaut, dass man das nämlich nicht umrüsten kann aus dem Regal. Man kann keine M5-Bremsscheibe nehmen auf einen M4. Das geht nicht. Haben die alles schön umgefräst, dass es nämlich nicht passt. Doch dann kommen wir zum Einsatz. Ja? Hier kann man das ganz normal kaufen. Und zwar, erstmal ganz kurz zur Erklärung. Das ist die Serienbremsanlage, die kleine, 380er Scheibe. Ist fett, weiß ich. Bremssattel hier. Vorne ist auch wirklich okay. Kann man nichts gegen sagen. Bremst gut. Die Bremsklötze sind ein bisschen mädchenmäßig. Mit anderen Bremsklötzen kann man da eine Menge machen. Kann man auch noch zu mehr Power verhelfen, die Bremsanlage. Geht's. Alles cool. Doch wie ich finde, ist das die geilere Lösung. Und zwar 400 mm Bremsanlage mit einem 6-Kolben-Sattel. Ja? Passt. Jetzt denken alle, ja, Jean-Pierre, einfach bestellt, ne? Hier bei BMW. Ja, habe ich gedacht. Muss ich ehrlich sagen. Ich wollte drauf. Ging nicht. Ja? Somit, die Bremsanlage, die Bremsscheibe selber, die fräsen wir um. Alles gut, könnt ihr so bekommen. Umgefräste Bremsscheibe innen drin vom Kegel, vom Grat her, alles war scheiße. Dann Bremssattelhalter muss auch umgearbeitet werden, weil die Position des Sattels nicht mehr passt. Wollt ihr es erklärt haben? Ja, ne? So ein bisschen. Und zwar, diese Scheibe ist 7 mm dünner als die große Scheibe. Dadurch ist natürlich die Position des Sattels ein bisschen anders. BMW denkt natürlich dran, der Kunde wird ja eh nur den Sattel fahren. Somit, wenn du den Sattel draufschraubst, rückt der ein bisschen nach innen und somit könnte man es montieren, aber es würde sich nur der innere Klotz abnutzen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gibt es hier einen neuen Halter, damit der Sattel in der richtigen Position ist. Das zur Vorderachse. Hinterachse sind wir noch nicht ganz so weit, da muss nämlich der neue Halter noch gefräst werden. Hinten fahren wir auch den großen Sattel, aber die kleine Scheibe. Wie ihr hier seht, sind wir vom Bremsbild noch nicht ganz perfekt. Das heißt, der Sattel muss noch weiter rein, deswegen der neue Halter. Das zu dem Thema. Nochmal eben zum Vergleich, hier den Mädchensattel für die Hinterachse. Vor allen Dingen hier Reibfläche, ne? Hinterachse ist, geht so geil. So. Ihr habt immer noch nicht die Felgen gesehen, die ich drauf gemacht habe. Das war nämlich auch nicht leicht, weil mit dem großen Sattel passt nämlich nicht alles. Das ist ziemlich problematisch gewesen. Wir haben mehrere Felgen ausprobiert. Passt so gut wie gar nichts. Wir haben aber was gefunden, doch die Räder werden noch umgebaut. Die zeige ich euch die Tage. Ja, zur Bremsleistung in die Fresse. Ja, also es ist wirklich brutal viel Bremspower im Vergleich zu der kleinen. Ja, Kosten. Ah, Kosten. 7.300 Euro kostet die Keramikbremsanlage. Das hier kostet 4.300 Euro in Stahl. Plus, wenn die kaputt, kostet viel weniger Tata. Kostet um die 1.200 Euro neue Scheiben. Nicht 10.000 oder noch mehr. Das nächste ist, dass die neue, genau, wenn die 4.300 Euro ausgibt, für das hier, habt ihr das hier alles übrig. Und für das hier gibt es ja auch nochmal Tatas, wenn du es verkaufen willst. Und somit kommst du im Ende des Tages, kommst du bei, weiß nicht, 2.000 Euro raus. Oder 2.500 Euro für das da. Ja. Noch nicht so spannend das Thema. Ach ja, ihr könnt freie Farben wählen. Wenn ihr Bock habt auf die Bremssättel, ihr könnt direkt von vornherein, ihr könnt Neonpink, ihr könnt Blau, ihr könnt Schwarz, ihr könnt, worauf, rosa gepunktet. Worauf ihr Bock habt, einfach schreiben, welche Farben es haben soll. Ja, das zu dem Thema Bremsen. Das nächste Thema ist spannender. Tschüss.